Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer vom Daily Report der Wilson German Junior 2013. Es ist Freitag, es ist kurz nach 9:30 und die letzten Spiele sind gerade eben zu Ende gegangen. Markus, du warst an der Match Control heute auch wieder tätig. Gestern eine unglaublich hohe Anzahl an Spielen. Wie sah es heute bei euch aus? Ähnlich, Bastian. Wir haben ähnlich hohes Pensum wie gestern gehabt. Ich hatte es ja erwähnt bereits, dass die Vorrundentage ja sehr voll sind mit Spielen. In der Summe hatten wir heute 123 Spiele auf den 6 Feldern hier im Sportforum Hohenschönhausen. Das Schöne dabei, um uns etwas zu loben, wir wurden zwar von allen Seiten gelobt heute, aber wir waren dabei immer pünktlich, zwischenzeitlich sogar vor dem Plan. Also unglaubliches Pensum, gute Veranstaltungen, müssen wir uns auf die Schulter klopfen, aber natürlich, da gehören genauso gut die Spieler dazu. Apropos auf die Schulter klopfen, Markus sagt gerade, die Spieler gehören dazu. Ein unglaublich hohes Niveau, was wir heute am Freitag erlebt haben. Ich konnte mir die Spiele heute anschauen, ich habe ganz viele Interviews geführt, ich habe ein kleines Porträt geschossen und habe wirklich mich intensiv mit den Spielen beschäftigt und habe gesehen, die Spieler, die sind heiß wie Frittenfett, wie man so schön sagt. Ja. Also die sind heute abgegangen und das war ein unglaublich hohes Niveau. Ja, also es hat sich unglaublich gesteigert nochmal zu gestern. Das hat man allein daran gemerkt, dass wir eine viel, viel höhere Anzahl an Dreisatzspielen hatten. Aber auch nicht nur im spielerischen Niveau, das logischerweise mit nahende Entscheidung auch steigt. Auch die emotionale oder das emotionale hohe Niveau, sage ich mal, ist enorm angestiegen. Es wurde schlagartig laut in der Halle. Vor allen Dingen die Asiaten sind ja dafür bekannt, auch öfters mal zu schreien sozusagen. Aber auch die europäischen Nationen stehen da in letzter Zeit dem nichts nach. Das heißt, wir hatten ab den Spielen sozusagen hier wirklich eine Geräuschkulisse, die spielerisch und emotional auf ganz großer Bühne mithalten kann. Und nicht nur für uns Berliner lief es gestern ganz gut. Heute sind alle deutschen Spieler eigentlich super ins Turnier gestartet bzw. haben weiter gespielt. In vielen Disziplinen, bzw. in allen Disziplinen, lese ich gerade auf meinem schlauen Zettel, in allen Disziplinen sind wir morgen noch vertreten. Ein großer Erfolg fürs deutsche Team. Ja, also das war ganz großartig, wo wir letztes Jahr noch in den ein oder anderen Disziplinen erste Runde, zweite Runde rausgeflogen sind, haben wir morgen den Viertelfinaltag und zwar noch Achtelfinale im Damendoppel und im Herrendoppel, aber wir sind in jedem Verein vertreten. Wir sind in jeder Disziplin vertreten. Im Dameneinzel ist Annika Horbach noch im Viertelfinale dabei, sehr, sehr erfreulich. Im Herreneinzel hat Fabian Roth ein unglaubliches Turnier gespielt. Das ist richtig gut gewesen. Hat heute seinen Gegner im Achtelfinale aus England, den Reese Walker, beherrscht. Da gab es nie einen Zweifel einer Niederlage. Das war ganz großes Badminton. Und die Dutch Junior Gewinner, wir hatten es gestern angesprochen, im Mix kommst du auch gleich noch zu und im Herrendoppel Marc Lahmsfuß, Marc Beierli spielen morgen noch das Achtelfinale und mal gucken, wie weit es geht, auch wenn ich es gestern schon gesagt habe, aber ich bin da ein bisschen überrascht und sehr, sehr stolz auch auf die deutschen Spieler. Genau, Markus hat gerade angesagt, ich konnte heute den Tag nutzen, um ein relativ bekanntes Mix zu begleiten und zwar Marc Lahmsfuß und Franziska Volkmann. Über die habe ich ein Porträt heute gemacht, das kann man sich auch auf unserer Internetseite später anschauen. Ist ganz interessant. War sehr erfolgreich. Ganz toll anzuschauen, spannende Spiele, aber sie haben es im Endeffekt locker durchgerissen. Wir kommen zum Fundstück des Tages. Jeden Tag suchen wir uns eine Nettigkeit aus. Heute etwas ganz Kurioses. Ich habe es mal hier vorbereitet. Ich selbst war noch nicht in der Halle, als es passierte, aber es war offensichtlich sehr dramatisch. Ein Schiedsrichterassistent, also ein Zähltafelbediener also, quasi. Ich saß direkt an der Match Control und es war so, dass während des Spiels sozusagen auf einmal die Hand vom Schiedsrichter gehoben wurde und der Referee auf das Feld kam und nach dem Physiotherapeuten verlangte sozusagen. Jeder guckte, alle vier Spieler standen und jeder fragte sich, was ist los? Der Physiotherapeut rannte
Schnurschnacks zum Service Judge, der sich bei der, Eingabe eines Touchpads oder bei der Eingabe des Punktestandes augenscheinlich verletzt hat. Wie auch immer das passiert ist, ich habe keine Ahnung. Die Unterbrechung führte dazu, dass der Service Judge mit diesem Pflaster verbunden werden musste. Und nach 2-3-minütiger Verletzungspause ging es dann weiter. Amüsante Situation, unser Fundstück des Tages, das Pflaster. Wir haben es gestern angesprochen, wir haben heute am ersten Tag ganz schön viele Zuschauer erwartet. Der Freitag ist erfahrungsgemäß ein Tag, wo doch der ein oder andere immer mal wieder in die Halle kommt und sich das anschaut. Heute hatten wir eine ganz große Kulisse. Markus hat es angesprochen, die Fans sind dabei, sie feuern die Mannschaften an, beziehungsweise die Spieler. Und heute haben bis zu 500 Menschen den Weg in die Halle hier ins Sportforum gefunden, worüber wir natürlich sehr stolz sind. Ja, vor allen Dingen auch hatten wir den ein oder anderen Ehrengast ganz vorne mit dabei. Der DBV-Präsident Karl-Heinz Kerst war heute in der Halle. Das war natürlich sehr erfreulich. Er hat schöne Spiele gesehen, wir hatten es angesprochen. Und ja, ich denke, dass wir morgen und am Sonntag auch noch den ein oder anderen Gast nochmal in der Halle begrüßen dürfen. Auf unserer Internetpräsenz, auf YouTube, haben wir auch ein reges Interesse von euch gesehen. Wir haben jetzt ungefähr um die 3000 Zugriffe auf unserer Internetseite, was uns natürlich ganz besonders stolz macht. Vielen Dank erstmal dafür. Und dabei gesagt, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, diese Zugriffe sind allein nur von gestern, weil wir die Zahlen immer etwas später bekommen. Also wir hatten allein gestern auf den Webseiten rund um die German Junior 3000 Zugriffe. Da kommen dann die heutigen noch dazu und die Views auch der Videos, die wir online stellen. Also sehr, sehr reges Interesse. Wir kommen jetzt in die heiße Phase der Wilson German Junior 2013. Wir kommen in die heiße Phase von German Junior TV. Wir kommen in die heiße Phase von Match Control. Markus, in welche heiße Phase kommen wir eventuell noch? Tja, das werden wir sehen. Morgen ist die heiße Phase in den Entscheidungen. Ich hatte es angesprochen, die Viertelfinalspiele stehen an. Vorher werden noch die Achtelfinals in den Herrendoppeln und Damendoppeln gespielt. Ab 9.30 Uhr geht es hier in der Halle los. Ab 12 Uhr dann die Viertelfinalspiele und ab ca. 16 Uhr dann die ganz, ganz heiße Phase, nämlich die Halbfinals in allen Disziplinen. Und da ist dann wirklich ganz, ganz großes Badminton angesagt. Da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Kommt morgen vorbei in der Halle im Sportforum Berlin in der großen Sporthalle am Weißenseer Weg 53. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Spannende Spiele sind garantiert. Wir werden auch dabei sein. Wir werden wieder unsere Videos online stellen, unsere Interviews und vielleicht auch den einen oder anderen Bericht noch. Ja, schauen wir mal. Markus, ich wünsche dir einen schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Und euch zu Hause natürlich auch. Wir freuen uns, dass ihr uns so gerne schaut. Und dann macht euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Macht's gut zu Hause. Bis dahin. Bye, bye. Tschüss. Ciao.